Geht's dir gut? Ja, geht's mir. Aber wo bin ich? Camille, willst du uns veräppeln? Wir sind auf dem Campus. Campus? Ich hab noch nie davon gehört. Was mache ich hier denn? Bruder, du gehst hier auf die Schule. Und wir sind deine Freunde. Meine Freunde? Ich weiß nicht mehr, ob ich Freunde hab. Camille, bist du verrückt? Wer bist du? Ich kenne dich gar nicht. Eigentlich bin ich deine Schwester. Und ich bin Steph, Aminas beste Freundin. Ja, Mann. Hey, Jungs, wer als letztes die Umkleidekabine erreicht, ist ein Stinker. I can feel you staring. Is this something that you like? And I can feel you glaring, cause I'm so far out of sight. Now if you come in closer, beware of my wicked bite. And yes, I know you chose her, but I will not put up a fight. Ah, mein Kopf. Camille, Bruder, bist du okay? Wie viele Finger halte ich hoch? Camille, siehst du mich? Ich bin's, Hulk! Verdammt, ich bin gefallen! Warum seht ihr ihn alle an? Ihm geht es nicht gut. Helft ihm auf! Steh auf, Bruder! Am besten bringt ihr ihn ins Krankenhaus. Ja, danke für den Tipp. Geht's dir gut? Ja, geht's mir. Aber wo bin ich? Camille, willst du uns veräppeln? Wir sind auf dem Campus. Campus? Ich hab noch nie davon gehört. Was mache ich hier denn? Bruder, du gehst hier auf die Schule. Und wir sind deine Freunde. Meine Freunde? Ich weiß nicht mehr, ob ich Freunde hab. Camille, komm schon. Wir sind wirklich deine Freunde. Ich bin Nice, das ist Puzzle und das ist Hulk. Oh mein Gott. Sieht aus, als hätte Camille euer Team vergessen. Vielleicht liegt's daran, dass ihr schlechte Freunde seid. Ja, sowas passiert im Leben. Ja, wir sind alles Menschen und haben das Recht, unsere Freunde auszusuchen. Haltet die Klappe, okay? Wir haben keine Zeit für euch. Versteht ihr denn nicht? Er hat sein Gedächtnis verloren. Das passiert, wenn man einen harten Schlag auf den Kopf bekommt. Wow, das sollten wir Lehrer Max erzählen. Camille, Mama hat angerufen und gesagt, dass wir heute aufs Land fahren. Und Steph kommt mit. Mama hat angerufen? Wer bist du? Ich kenne dich gar nicht. Camille, bist du verrückt? Ich bin eigentlich deine Schwester. Und ich bin Steph, Aminas beste Freundin. Mädels, ihr verwechselt mich. Ich habe keine Schwester. Und diese beste Freundin habe ich auch noch nie gesehen. Oh, na toll. Mein eigener Bruder hat mich gerade abgewiesen. Camille, was ist los mit dir? Mir geht's total gut. Camille, was ist passiert? Mir wurde erzählt, du bist schwer gestürzt. Sag's mir, Leute, wer hat ihn geschubst? Camille, bist du okay? Bist du schwer verletzt worden? Mir geht's gut. Lehrer Max, Camille scheint sein Gedächtnis verloren zu haben. Camille, komm mit. Ich verstehe das nicht. Hat er wirklich sein Gedächtnis verloren oder spielt er uns einen Streich? Camille, erinnerst du dich an mich? Nein, tue ich nicht. Ich verstehe. Er hat eine schwere Gehirnerschütterung. Ich hole etwas Eis aus dem Tiefkühlschrank. Wir brauchen was Kaltes für seinen Kopf und gleich bringen wir ihn ins Krankenhaus. Camille, erinnerst du dich an mich? Nein, tue ich nicht. Eigentlich bin ich dein Mädchen. Wir sind das schärfste Paar auf dem Campus. Ja? Wie lange sind wir schon zusammen? Schon über ein Jahr. Keine Sorge, ich nehme es dir nicht übel, dass du dich nicht erinnerst. Du hast ja schließlich eine Gehirnerschütterung. Mandy, geh weg! Warum drängt ihr euch alle um ihn? Er braucht Ruhe und Frieden. Du hast echt schöne Sachen an, Olivia. Danke, Doug. Ich muss zu meinem Spind gehen. Oh, schaut mal, wer da gekommen ist, Leute. Wenn es sein muss... Komm her! Ja, aber zuerst musst du deinen Hintern bewegen. Oh, was ist, wenn ich mich nicht bewege? Mädels, sie wird uns dann wahrscheinlich mit einem Zauberspruch belegen. Leute, vielleicht verwandelt sie uns in Frösche. Sieht aus, als würde ich mich in einen Frosch verwandeln. Quack, 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 quack. Ihr seht schon aus wie Frösche. Ich werde mir nicht die Mühe machen. Was hast du gesagt? Laura, sie hat uns einen Frosch genannt. Doug, misch dich da nicht ein, okay? Eure Freunde sind genauso erbärmlich und wertlos wie ihr. Sie können nicht einmal für euch eintreten. Gut, ich zähle bis drei, dann gibt es einen Kampf. Eins, zwei, drei. Du wirst für deine große Klappe bezahlen. Moon, bist du okay? Du kannst dich glücklich schätzen. Hallo, Amina. Alles gut, ich habe schon alles geklärt.
Los geht's, Mädels. Mein Karamell, ich dachte schon, du würdest zubeißen. Mein Mädchen ist so ein Raubtier. Ich mag Raubtiere. Stimmt's, Gabby? Ich weiß nicht. Leute, bin ich der Einzige, der das sieht? Mandy und Camille gehen Arm in Arm. Wow, sie haben sich umarmt, als wären sie ein Paar. Die beiden sind wirklich ein süßes Paar. Sieht aus, als hätten wir etwas Interessantes verpasst. Leute, okay, ich muss los. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Bubble, ich werde dich vermissen, okay? Auf Wiedersehen, Bubble. Wir werden an dich denken. Ich hoffe, sie lassen dich im Internat. Für immer. Okay, ich habe das noch nie gemacht. Aber jetzt werde ich dich umarmen. Komm her, Kumpel. Ich liebe dich, Bubble. Leute, mir kamen gleich die Tränen. Ey, Loser, hört auf, euch zu umarmen. Bubble geht ins Internat. Wir verabschieden uns. Oh, cool, da gibt's einen Loser weniger auf dem Campus. Sag schnell, wisst ihr, warum Mandy Arm in Arm mit Camille unterwegs ist? Sagt uns nicht, dass ihr das nicht wisst. Ihr steckt eure Nasen immer in alles auf dem Campus. Camille ist heute gestürzt und hat sich den Kopf angeschlagen, richtig hart. Und dabei hat er sein Gedächtnis verloren. Und Mandy hat die Situation ausgenutzt und Camille gesagt, dass sie seine Freundin ist. Und er hat ihr geglaubt. Stellt euch das vor. Sie hat diesen naiven Typ reingelegt. Oh mein Gott, alle anderen wissen es, nur wir nicht. Wir sind die Loser, die es als letztes erfahren. Hey, Benz, ich habe eine Idee. Und was für eine? Das ist eine geniale Idee. Warum starrt ihr uns so an? Nervt mal nicht rum, okay? Camille, ich bin so froh, dass es dir wieder besser geht. Ja, aber ehrlich gesagt kann ich mich immer noch an nichts erinnern. Und mein Kopf tut total weh. Dann möchte ich dich daran erinnern, dass wir jeden Dienstag zu den Ställen gehen und gemeinsam reiten. Weiß ich überhaupt, wie man ein Pferd reitet? Naja, eigentlich reiten wir auf demselben Pferd. Mandy, darf ich fragen, warum du dich mit meinem Bruder herumtreibst? Komm schon. Eigentlich sind Camille und ich ein Paar. Wir sind ein Paar. Was? Mandy, du bist wirklich erbärmlich. Du bist erbärmlich, Hexe. Camille, hör nicht auf sie! Ihr seid kein Paar, sie lügt dich an! Außerdem müssen wir nach Hause, Mama hat schon angerufen. Ich gehe nirgendwo hin! Mädels, ich habe euch schon gesagt, dass ich euch nicht kenne und auch keine Schwester habe, okay? Ich gehe jetzt erstmal mit meiner Freundin reiten. Auf geht's, Mandy! Los geht's, Camille. Reiten? Ich hasse Mandy. Leute, schreibt in die Kommentare, dass Mandy Camille anlügt. Liked das Video und abonniert unseren Kanal. Drückt die Glocke und wartet auf unsere neuen Episoden. Tschüss, tschüss an alle zusammen. I know that you're trying to fix me, but I don't wanna be like you. If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm not the guy for you. You're dying not to work, but work until you die, you know that's true. Have you thought...